Mein Name ist Fiona, ich komme aus Luzern. Ich war dort an der Kante Rüspüel mit dem Schwerpunktfach Spanisch. Und jetzt bin ich im zweiten Semester an der ÖFFL im Fach Umweltingenieurwissenschaften. Also SÜ nennt man das hier. EPFL habe ich gewählt, weil ich wusste, ich eigentlich gerne in die Westschweiz studieren. Einfach damit ich noch die Sprache sowieso schon mal habe. Und SÜ habe ich dann gewählt, weil da steht ganz viel aus den Naturwissenschaften und aus der Technik in einem Verein, wo am Schluss dann zu etwas führt, was ich eigentlich ganz interessant finde, nämlich dass man so ein bisschen eben die Probleme, die momentan immer dringender werden, versucht zu lösen und irgendwie ein bisschen wissenschaftlich anzugehen. Und das hat mich dann eigentlich am Schluss überzeugt. Was ich super schön finde an der ÖPFL ist, dass man wirklich sich vom ersten Moment an eigentlich sehr gut aufgehoben gefühlt hat. Also SÜ ist eine relativ kleine Sektion, es gibt noch welche, die sind deutlich kleiner. Und dann hat man einfach gespürt, auch wenn wir in unserem Gebäude sind, im GR, es hat immer Leute, die man kennt. Man hat so das Gefühl, man ist dann so ein geschützter Rahmen. Und das hat mir dann eigentlich sehr entsprochen. Und auch das Gefühl, es gibt ganz viele, die sich auch für dich interessieren, wie es dir geht, die dir helfen, die dich unterstützen. Also, es ist ein extremer Teamgeist auch ume. An der EPFL finde ich natürlich auch wahnsinnig cool, dass du wirklich den Campus hast. Also, du kommst am Morgen mit dem Metro und ist alles voll mit Leuten, die auch an die EPFL gehen. Und wirklich dann an dieser Station oder schon eine früher steigen dann auch alle aus. Und dann betrittst du wirklich das Universum, das einfach dann die Uni ist. Und das gefällt mir extrem gut, dass du wirklich den Ort hast, wo alles so ein bisschen zusammenkommt. Und ich denke, das ist halt auch etwas, das in der Schweiz nicht unbedingt selbstverständlich ist. Für mich war es so ein Highlight gewesen, eigentlich hier in der Lernphase. Und in der Lernphase hat es nicht so viel Highlight gegeben. Aber das war wirklich ein Highlight, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass Sachen, die ich noch Anfang des Jahres verzweifelt damit zu meinem Mentor gegangen bin und gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Plötzlich hockst du vor dieser Aufgabe und merkst, doch, jetzt kann ich es auch. Jetzt weiss ich, was ich machen muss. Du schaust es an und es passiert etwas. Und ich kann mich erinnern, dort hat es wirklich eine so eine Aufgabe gegeben, wo ich dann genau gewusst habe, das war die, die ich hier nicht können habe. Und dann ist sie gegangen. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Meine grosse Leidenschaft im Studium, würde ich meinen, ist die Chemie. Und außerhalb des Studiums, würde ich meinen, ist das Musikmachen. Also ich spiele sehr gerne Klavier. Und das ist mir auch wichtig, dass ich das immer noch machen kann, neben dem Studium. Weil das Studium braucht schon viel Zeit. Es beansprucht eigentlich den ganzen Tag. Aber gleich, dass ich auch noch zum Klavierspielen komme, ist mir sehr wichtig.